mache jetzt mal eine Pause. Und wir haben einen B-Jugendspieler hier, der nächstes Jahr höchstwahrscheinlich mit zum Stamm gehört. Lennart, komm her! Die Jungs haben ihre Mannschaftskasse gespendet, über 180 Euro darauf verzichtet und hier mit beigepackt. Klasse Aktion für die Jungs. Ja, dann sind 580 Euro ungefähr hier eingegangen, die von Ihnen hier entsprechend in die Kiste gelegt worden sind. Dafür recht herzlichen Dank. Hat freundlicherweise hier heute Taxi gespielt, ist auch Unterstützer vom Schauburger Fußballcamp. Wir legen nochmal 250 Euro in den Raum. Vielen Dank. Und einen neuen Sponsor, den wir jetzt gewinnen konnten, Getränkeamke. Davon ist der Chef auch da, die haben auch nochmal 100 da oben drauf gelegt. Und die haben die gesamten Getränke, das ist nicht wenig gewesen, was hier gefunden worden ist, dem Schauburger Fußballcamp gespendet. Es gibt aber noch einen Spender und der steht hier vor uns, der Chefe vom Schaumburger Fußballcamp. Das Schaumburger Fußballcamp gibt aus ihrem Etat 500 Euro nochmal dazu für diese gute Aktion. Und jetzt wissen wir noch nicht genau, was draus rausgekommen ist. 3.500 Euro irgendwann mal angeschafft werden kann. So, Presse darf ich, denke ich mal, macht ein Foto mit euch allen zusammen. Ja, und ich denke mal, ein Riesenapplaus für die Michelle. Ist der anwesend irgendwo schon oder kocht er noch? Hat's geschmeckt? Ja! Was? Ja! Und wer hat seinen Schnitzel nur einmal reingebissen und dann an die Seite geschoben? Wer war das? Nicht sein, den habe ich nicht gesehen. Ey. Also, wir hatten hier wirklich tolles Essen der Firma Hardekopf aus Niedernwörn, Lindhorst. Walter, ich werde das persönlich nochmal. Herr Anke, da ist er nochmal. Herzlichen Dank. Du sahnst hier ganz schön ab, weißt du das? Das kostet eine Runde, was? Ja. Ja, Runde was? Ja. Bier musst du sagen. Bier. Wo ist dein Papa? Hat er Portemonnaie mit? So, hier darfst du noch was aussuchen. Dann der nächste hier. Lass mal hier durchlaufen. 28 Punkte, knapp dahinter. Jan Rufen Seifert. Bleib mal stehen. Warte. Wo hast du denn den Punkt verloren? Wo hast du denn den Punkt verloren? Der kann doch nicht einen Punkt mehr machen als wie du. Komm ran hier, brauchst nicht stehen. Da bin ich einmal. Bei Thorsten, ne? Und dann kommt als nächstes, ich komme auf diese Seite, glaube ich, Finn Schade, 27 Punkte. Hier mal die Urkunde. Ja, der erste Deutsche dann mit der Engländermütze, Dovia. Ist er wieder. Oh, oh. Wenn ihr abends was braucht oder zum Grillen, ich kann das nur empfehlen, ist nicht weit weg, bloß nicht bei mir parken. Tschüss! Für Arbeit reinsteckst, im Namen aller, Dankeschön, Riesenapplaus für den Thorsten. Ich sage Tschüss, bis nächstes Jahr. Und wenn ihr da garantiert bei sein wollt, dann seht zu, dass eure Eltern einen Aufnahmeantrag mitnehmen. So, ich denke mal, Kaffee und Kuchen, Pommes, Bratwurst. Gibt es da hinten auch noch, sodass ihr da vielleicht noch